Übrigens, da müssen wir jetzt in den XG-Shop. Hast du verstanden? Ja. Ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt, an wen du dich wendest? An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele Augen, viele Ohren. Und viele Waffen, ja. Genug, um die Redseligen zum Schweigen zu bringen. Ich weiß das zu gut. Ihr habt mein Wort. Gut, dann Beeilung. Die Zeit ist knapp. Übrigens habe ich jetzt mit XG-Shop, oder besser gesagt, durch den lieben Sascha eine Assassin's Creed Desmond-Jacke geholt. Komm, gib's her, komm, gib's her. Gib's mir, komm. Geht doch. Ah, ihr wisst wohl ganz genau, was ihr tut. Ein angenehmer Kunde. Und auf die freue ich mich schon extrem geil, also extrem, auf die freue ich mich extrem geil, ich habe heute einen Scheiß, auf die freue ich mich schon extrem, weil die Jacke fand ich schon immer cool, das ist diese weiß-rote aus Brotherhood. Und die werde ich dann bestimmt öfters mal mit meinen Videos drauf, denke ich mal. Und ich habe auch noch das Verlangen, mir die Revelations-Jacke zu holen, weil ich bin so ein verdammter Assassin's Creed-Fan geworden, ey. Warum behältst du mich? Ich brauche Hilfe! Bitte! Ungläubiger, stirb! Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde Ihnen diese Geschichte erzählen, damit Sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ja, mach nur. Schön. Ich weiß nicht, warum ich... Also, ich weiß schon, warum mich dieses Assassin's Creed Franchise so interessiert. Ich bin ja voll in Lauberlaune, ich merke das schon. Ich glaube, er ist bei Let's Plays sonst nie so viel. Ich finde diese Geschichts... Wie soll ich das nennen? Diese Nähe zur Geschichte so geil. Das sind wirklich Leute, die gab es wirklich, aber die sind halt auch genau in dem Jahr gestorben, wo sie halt hier getötet werden zum Beispiel. Warum hilft mir denn niemand? Was hab ich denn gemacht? Schon da. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Also zum Beispiel bei Assassin's Creed 2, also bei 2 und Brotherhood, diese ganze Sache mit dem Borgia, das ist halt voll interessant, finde ich. Ich meine, wenn man sich jetzt für Geschichte interessiert und auch so für Italien, ich liebe Italien übrigens, ist das voll interessant, weil das Ganze, die ganzen Hintergründe noch zu wissen. Ich habe ja mich jetzt nie so für die Papstgeschichte interessiert, aber nachdem ich das mit dem Borgia dann in den Assassin's Creed 2 da so mitgekriegt habe, gab es auch diese geile Fernsehserie, in der übrigens übelst viele Titten zu sehen waren. Und ja, es hat mich total interessiert, weil es einfach eine geile Geschichte ist und vor allem auch sehr interessant mal zu wissen, wie das eigentlich war und noch das Ganze drumherum, genauso wie bei Assassin's Creed 3, die ganze Sache mit George Washington und so, also das ist... Ich finde, die sollten sowas noch viel mehr ausbauen, noch mal so ein bisschen ins Mittelalterliche gehen noch mehr und ins Fernöstliche, das wäre auch geil. So ein Assassinenritter oder so, oder ein Ninja oder so, das wäre schon cool. Orientieren, was haben wir als nächstes von Aufgabe? Taschendiebstahl nehmen wir als nächstes nochmal. Haben wir gerade relativ gut drin. Also Ziel ist ziemlich groß. Es muss etwas geschehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand anderes es bemerkt. Sagt es ihm, es liegt in seinem Interesse, den Zug abzusichern. Er hat keine Zeit.
Er ist mit seinem neuen Auftrag beschäftigt. Und die Wachen? Da war ich schon. Die krümmen keinen Finger, wenn er nicht den Befehl dazu gibt. Also was wollt ihr tun? Ich gehe zu Abul Nukut. Dem Händlerkönig? Der empfängt euch nicht. Das muss er nicht. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, der alles erklärt. So kann er es nachlesen und selbst entscheiden. Lappen, 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 Lappen. Er hat es einfach nicht mitgekriegt, Alter. Er hat es einfach nicht mitgekriegt. Okay, nur ist die Schilderschau. Zum Rennen. Alles klar. Jetzt war schon die Typen vorbei noch. Cool. Ich beschütze mir, wenn es das gibt, auch dieses Gewand von Altair bestellen oder so. Ich finde diese Kapuzen mit diesen Pfeilen, mit diesen Dreieck nach unten so genial. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Also gut, wo bist du? Wenn du mich brauchst, bin ich da. Ich habe 15 von 15 optionalen Missionszielen abgeschlossen. Seinen Verstand verloren? Seht ihr etwas, was so, ihr der nächste Aussichtspunkt. Ja, komm schon. Ja, Alter, ihr, was ist denn? Achso, da ist es schon. Hoppala. Na hoppala. Gepriesen sei Salah al-Din. Er hat die Kraft gefunden, im Kampf unserer Großmeister zu aufzustehen. Hab keinen Zweifel. Wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Der englische König möchte unsere Ansätze der Erde tilgen. Wir müssen widerstehen. Wir müssen zurückschlagen. So, was haben wir denn hier? Belauschen. Seid auf der Hut! Er beobachtet, er lauert, er versucht uns ständig. Seid stark, so stark wie Salah al-Din und wappnet euch gegen eure Feinde. Halt Schild, Leute, ich geh doch schon auf die Bank, meine Fresse. Dreckiger Sieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Gegen Süden zieht der englische König mit seinem Heer von Ungläubigen. Er will uns wieder treffen. Was ist es diesmal? Eine Warnung? Eine Hinrichtung? Nein, er hat Arbeit für uns. Was heißt, dass wir nicht bezahlt werden? Er hat die Wege der Händlerzunft verlassen. Er tut, was ihm gefällt. Er behandelt uns, als wären wir seine Sklaven. Und die Wache unternimmt nichts dagegen. Genug, wir müssen gehen. Er wird erbost sein, wenn wir uns verspäten und wird es uns spüren lassen. Eines Tages ist vielleicht jemand Manns genug, sich gegen ihn zu erheben. Vielleicht. Aber bis zu diesem Tage sollten wir tun, was er verlangt. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Was steht ihr da? Geht es den Gläubiger? Ihr werdet mir nicht bekommen. Erbärmlich. Du wirst nie entkommen. Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist besiegelt. Ja, komm jetzt, stirb doch mal.
stehst du im Weg, Mädels? Der Herr sei gepriesen. Er hat mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Wie konnte das nur passieren? Habt ihr es gerade gesehen, als er hat sich schöne Zähne geputzt? Oh Gott, das sah gerade so aus, ey. Genau, Ausgang zum Königreich wollen wir nicht. Der nächste Aussichtspunkt. Geil, das war um 15er Schritten. Also wenn man 15 optionale Missionsziele macht, kriegt man eh so ein Dings dazu. Und ich stirb auch nochmal, wenn man diese Zusatzmission macht, als alles erkundet da an Aussichtspunkten und so auch nochmal. Lass ja mal gleich sehen. Nein! Ach, das war gerade dumm. Scheiße. Ja, ich weiß, das sagt man nicht. Ich darf das trotzdem. So ein Narr. Wir machen es so. Och nein! Was tut er da? Warum tut. Jetzt rauche ich mich auch gerade, Junge. Seht nur, was macht er da? Ich höre schon, wie lang das jetzt Play wird, weil ich dachte, Assassin's Creed 1 ist nicht so mega lang. Aber ich denke mal so 40 Minuten, ne, 40 Minuten, eine Stunde werden wir pro Stadt brauchen. Und wenn ich das jetzt ausrechne, 9 Missionen, eine Stunde, das sind 9 Stunden mindestens. Verdammte Rüstungsbeginn! Also ist dumm, ich hätte jetzt schon mit dem versteckten Kinder da killen können. Ja komm, jetzt wird doch nicht so ein Sturm einfach. Hier haben wir jetzt nichts mehr. Nur noch einen nächsten Aussichtspunkt dran. Ihr werdet nirgends bessere Preise finden. Also ich denke mal, es wird schon eine Weile gehen, das ist ein Squid. Gerade weil auch das ist Aussichtspunkte machen. Das seht ihr da nicht, aber es stinkt mal schon, dass wir eine Weile brauchen werden. Weil einige müssen noch teilweise ein paar Mal gemacht werden müssen. Weil sie halt beschissen sind. Gerade diese Straßenrennen, in Anführungsstrichen. Sind halt ein bisschen bescheiden gemacht. Und da kannst du wissen, hey, ich ein bisschen. Ich werde dir die Hände abschlagen. Will du unterste oder Burger retten? Aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon zusammen hin. Machen dann ein schönes Let's Play draus. Dann machen wir noch ein schönes Let's Play zu Brotherhood und dann gibt es im Herbst, wenn meine PlayStation 4 da ist, im Winter, wenn meine PlayStation 4 da ist, dann das Let's Play zu Assassin's Creed 4. Mit richtig fetter Grafik. Ich hoffe, dass der Gott auch gleich dann funktioniert und dran geht. Kein Bock, das alles auf der PlayStation zu speichern. Dann wie riecht es denn wieder darunter? Das ist das andere noch. Wir sollten uns etwas einfallen lassen, wie wir es hinbekommen. Aber stimmt, ich kann bei der Elgato auch anderes Gerät auswählen. Darum einfach mal gucken. Gucken und überraschen lassen, nicht? So. Jetzt mal schön das Hidden Blade auswählen. Dieb! Elender Rupp! Oh, ich will mich hinten töten. So ein komischer Kauf. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen! Verdammte Rundgläubige! Jetzt endet dein Leben! Kannst du glauben, mich besiegen zu können? Der Herr sei gepriesen, er hat mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Ja, nee, aber nicht sagen, dass ich das war, bitte. Danke. Warum behält ich das? Ich
finde es zum Beispiel geil, dass man sich in Assassin's Creed 2 die Waffe raussuchen konnte, ob man jetzt mit einer Axt spielt oder lieber noch beim Schwert bleibt oder so. Das fand ich cool. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Das wird mir jetzt falsch begehen. Wer hat gesehen, was hier geschah? Ich war es nicht. Ja, holen wir jetzt noch die Informationen und dann gehen wir noch zum Aussichtspunkt. Jawohl. Blau spielt schon. Kommt schon, tretet näher. Ich habe viel im Angebot. Gute Leute, eure Suche ist am Ende. Ich biete alles, was ihr braucht. Kommt schon, tretet näher. Ich habe viel im Angebot. Das macht ihr nicht noch einmal. Ich sage euch, es sind Ratten. Nein, Kinder. Ich höre sie lachen. Ratten oder Kinder, beides ist schlecht für das Geschäft. All der Lärm. Jemand muss auf die Balken klettern und sie verjagen. Ich frage mich, wie sie dort aufkamen. Wohl durch den zentralen Innenhof. Dann sollten wir die Wache bitten, nachzusehen. Die sind zu sehr damit beschäftigt, den Hintern ihres Meisters zu wischen. Ihr seht schon, brauchen wir bloß zwei Informationen. Ach nee, das ist jetzt... Genau, 6 Informationen, das Attentat und die Flucht. So war das aufgeteilt, genau. Warum macht er das? Warum tut er das wohl? Na guck, ich habe das schon lange nicht mehr gespielt, das Spiel. Jemand soll den aufhalten. Das ist bestimmt auch gut. So wie das aussieht, ja. Und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Salah al-Din reitet ihm entgegen. Liebe Leute, kommt und diese und schaut meine Waden. Sogar ihr werdet es nicht für möglich halten. Bet, dass Gott, gepriesen sei sein Name, mit uns sein werde. Auf dass er uns den Sieg schenkt. Ich stehe hier. Komm hoch. Suchen wir uns jetzt noch die letzten Bürger. Und da gucken wir doch mal. Oh, noch eine Flagge gefunden. Die besten Waren im ganzen Land. Liebe Leute, kommt und schaut. Dann sind wir schon wieder da bei unserem Informanten. Mach Platz! Das kostet dich den Kopf! Ungläubiger, hier wirst du sterben! Also wem ist bloß? Das haben wir wirklich, wenn wir hier mal zufällig. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten wer hat das getan? Den Tempel vom Weg wirken. Das wäre natürlich sehr ungünstig. Seltsam. Partisan, nicht Kurtisan. Zeder, so rum war das. So. Sieht schon alles abgekrost im Armviertel von Damaskus. Das heißt, wir gehen jetzt mal in den Unterschlupf zurück. Und werden jetzt
die Feder kriegen. Für das Attentat.